Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Persona 4 Golden. Wir stehen jetzt hier noch im Heim der Dojimas und jetzt geht's ans Eingemachte. Wir müssen den letzten Dungeon angehen. So, ja, es ist spät am Abend. Du solltest dich in deinem Zimmer ausruhen, damit du fit für die Erkundung bist. Okay, das machen wir jetzt auch. Genau, du solltest heute früh schlafen gehen, um fit für die Suche zu sein. Für die Schule wollte ich gerade vorlesen. Schlafen gehen. So, ich bin mal gespannt. Wir haben ja jetzt auch den Hinweis bekommen, wir müssen bis Ende des Jahres alle Probleme lösen quasi. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was im Text stand. Ansonsten wird die Stadt vom Nebel verschlungen. Marie ist am Telefon, hat uns angerufen. Oh, ich bin's. Marie, es ist früh am Morgen. Ich bin gerade aufgestanden. Ich rufe dich aus keinem besonderen Grund an. Ich wollte nur wissen, was du gerade machst. Im Moment stehe ich in meinem Zimmer und telefoniere mit dir. Ich werde Margaret bitten, mich öfter aus dem Velvet Room zu lassen. Also komm einfach vorbei, wenn du Zeit hast. Ich werde auf dich warten. Okay, Marie hat aufgelegt. Marie möchte mehr Zeit mit dir verbringen. Du solltest dir die Zeit nehmen, um sie zu besuchen. Ja. Können wir gerne mal drüber nachdenken. Oh. Du hörst eine Unterhaltung mit. Wird der Nebel immer dichter oder bilde ich mir das ein? Heißt das, dass die Welt bald untergeht? Das habe ich nämlich jemanden sagen hören. Was glaubst du, was passiert? Ein Erdbeben? Ein Tsunami? Hä? Nichts passiert. Das ist nur Nebel, du Trottel. Schaut euch das doch mal an. Ich meine, das war doch beim letzten Mal nicht, oder? Dass wir hier auch diese... Ich hole mal die Maus kurz hier. So diese Flocken. Diese dunklen Flecken mit im Nebel haben. Das ist doch neu, oder? Also es scheint wirklich, dass der Nebel auch immer krasser wird. Außerdem, wenn irgendwas Schlimmes passiert, rettet uns ganz sicher die Armee oder so. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Aha. Und wenn ein riesiges Monster ihn aber angreift? Oder Aliens? Das habe ich mal in einem Film gesehen. Ja, blühende Fantasie, die Mädels. Hey Leute, die Prüfungsergebnisse hängen aus. Das wurde aber auch Zeit. Ah, der schreckliche Moment der Wahrheit ist gekommen. Ach, was soll's. Sehen wir sie uns an? Du siehst dir die Prüfungsergebnisse an. Ja, bin ich jetzt auch mal sehr gespannt. Du bist unter den besten 10. Wow, stark. Nicht übel, Uniko. Du bist so klug. Deine Social-Link-Freunde gratulieren dir. Du spürst, dass du deinen Schulfreunden ein klein wenig näher gekommen bist. Die Mittagspause ist fast vorbei, du gehst zurück in dein Klassenzimmer. So, nach der Schule. Der Unterricht ist für heute vorbei, der wahre Täter wurde endlich identifiziert. Erhüllte der Nebel bis zum Ende des Jahres womöglich die ganze Welt ein? Oh, das wäre ja auch eine interessante Vorstellung, oder? Aber vorher musst du den Urheber dieser ganzen Sache besiegen. Alles klar, wir werden jetzt hier erstmal speichern. Und ich habe mir überlegt, wir werden uns wieder so einen Rettungsanker lassen. Und zwar, das ist neues Spiel. Das hier ist mein alter Speicherstand. Wir werden den hier wieder nehmen, ne? Das war ja mein letzter Rettungsanker. Den überschreibe ich jetzt wieder. Das heißt, sollten wir irgendwie Kacke bauen oder so, oder die ganze Sache wirklich völlig verhauen, laden wir dann hier an dieser Stelle nochmal neu und ja, schauen dann, wie es weitergeht. So. Oh, ihr wollt alle schon wieder Zeit mit mir verbringen, ne? Dabei habe ich dringende Sachen zu tun. Ich muss die Welt retten. So, ich guck mal erstmal kurz in mein Schuhfach rein. Das ist dein Schuhfach. Es ist leer. Ja, gut. Ich würde wahnsinnig gerne jetzt sofort in den Dungeon gehen, weil mich juckt's in den Fingern, ne? Gucken wir mal kurz ins Social-Link-Verzeichnis rein. So. Also.
Bin ich jetzt blind? Ach, Ayane, da ist sie ja. Genau. So. Dann haben wir noch, die Athleten. Andere Athleten hier. Das sind die beiden hier, ne? Jo, Nico, auf dem Weg zum Training. Du spürst, dass ich deine Beziehung zu Daisuke noch nicht vertiefen kann. Gehst du heute Nachmittag zum Fußballtraining? Nein, dann nicht. Tut mir leid. So, Ayane, ich muss dich auch leider enttäuschen, aber bei uns kann sich nichts mehr steigern. Die Schule verlassen, ja bitte. Und, wir gehen erstmal ins Shoppingviertel. Ja, doch, guckt euch das an, das ist neu. Meine Lieblingskochsendung im Fernsehen ist heute ausgefallen. Was soll ich denn nur kochen? Ha. Neue Bücher gibt es nicht. Marie steht da. Oh, du bist da. Marie wirkt niedergeschlagen. Da du Kushinada hast, eine Persona des Arcanas Aeon, könntet ihr zueinander passen. Du fühlst, dass sich deine Beziehung zu Marie vertiefen wird. Den Nachmittag mit ihr verbringen. Ja, bitte. Okay. Marie nickt leicht. Hey, wegen letztem Mal. Entschuldige, ich möchte mit dir alleine reden. Du wirst Marie an einem ruhigen Ort zuhören. Auch hier, dieser wabernde, dichte Nebel, ne? Der Hügel über der Stadt. Du hast Marie hergebracht. Sie ist erstaunlich schweigsam. Es ist neblig. It's foggy today too. Heute ist es auch neblig. Marie scheint der Nebel permanent zu stören. Woran liegt das? Weißt du, ich habe Angst davor, dass ich mich am Ende an nichts erinnern werde. Alles an mir ist geliehen. Alles. Nur eine Leihgabe aus diesem Zimmer. Wenn ich zurückgebe, was ich geliehen habe, ist nichts mehr übrig. Marie, mein Name. Dieser Körper, diese Stimme, alles wird verschwinden. Ich glaube, genau das wird mit mir geschehen. Also dachte ich, wenn ich mich doch zumindest an irgendetwas erinnern könnte. Aber ich habe nichts herausgefunden. Das jagt mir wirklich Angst ein. Sie ist erstaunlich offen heute. Komm, jetzt nimm sie schon in den Arm. Vielleicht gibt es einfach keine echten Erinnerungen, die ich finden könnte. Wow, der Nebel lichtet sich etwas. Hey, ist das dieser eine Ort? Wir waren hier, nachdem wir die Rindfleischscheiben gegessen haben, oder? Dieser Ort weckt Erinnerungen. Ich weiß nicht warum, aber dieser Anblick kommt mir ewig vertraut vor. Und doch lässt der Nebel alles verschwinden. Man sieht nichts. Das hat Spaß gemacht. Du musst mich wieder mal dorthin mitnehmen, okay? Das ist auch eine Erinnerung. Natürlich erinnere ich mich, du dummer Blödarsch. Ich erinnere mich. Also ist es eine Erinnerung? Eine Erinnerung an dich und mich? Ja, ich erinnere mich. Jetzt komme ich mir dumm vor. Es fühlt sich unglaublich an. Marie schließt die Augen, als würde sie an etwas zurückdenken. Hey, können wir mehr davon sammeln? Mehr Erinnerungen? Ich helfe dir. Trottel, natürlich wirst du das. Und ab dem Moment wurde sie mir sympathisch. Ohne dich kann ich ja keine sammeln. Ich muss mich gar nicht so beeilen, was? Selbst wenn ich keine Erinnerung habe, kann ich einfach neue sammeln. Danke. Tut mir leid, ich bin einfach so glücklich. Maries Laune scheint sich gebessert zu haben. Du spürst, dass sich deine Beziehung zu Marie vertieft hat.
Rang 9. Sehr schön. Der Social Link Marie hat Stufe 9 erreicht. Deine Macht Personas des Arcanas Aeon zu erschaffen ist gewachsen. Aber du bist schon ein komischer Typ. Na danke. Hast so viel zu tun und nimmst dir trotzdem die Zeit, dich um mich zu kümmern. Warum machst du das? Marie sieht dich erwartungsvoll an. Doch du bist bereits in einer Beziehung mit einem anderen Mädchen. Warum? Weil ich dich liebe. Ich nehme das. Das ist eine Lüge. Worte allein reichen mir nicht. Sie umarmen. Don't scare me like that, jerk. Erschreck mich nicht so, du Arsch. I hate that part of you. Das hasse ich an dir. I really hate it. Ich hasse es wirklich. I thought I hated it. Ich dachte, ich würde es hassen. Du kannst spüren, wie Maries Herz heftig schlägt. Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Du und Marie seid jetzt ein Paar. Und wieder eine Erinnerung. Hey, bleib noch ein bisschen so. Damit ich es nicht vergesse. Oh, es sind schon rührende Szenen, oder? Also das können die ja echt so ergreifende Momente in der Story verankern. It's okay, right? Das ist doch okay, oder? Nachdem du Zeit mit Marie verbracht hast, begleitest du sie zurück zum Velvet Room. Ja, und eigentlich wollten wir was anderes tun, aber Marie ist mir doch irgendwo... Ja, liegt mir doch irgendwo am Herzen. Du kannst heute als Hausmeister im Krankenhaus arbeiten, aber das bringt uns ja nicht weiter... Das gepflanzte Gemüse ist erntereif. Das werden wir mal ernten. Da wir ja im Hausmeister den Social Link auch schon im Krankenhaus, nicht im Hausmeister, Herrgott, da wir den Social Link ja da schon gemaxt haben. Das Gemüse im Garten ist prächtig gewachsen. Dreimal kleine Seelentomate geerntet. Okay, was wollen wir anpflanzen? Nochmal Tomaten? Ja, komm. Haben wir immerhin drei Stück geerntet. Ich frage mich immer, was wir mit dem ganzen Rest machen. Der Boden scheint gut genug zu sein, um neue Setzlinge zu pflanzen. Tomatensetzling gepflanzt. Können wir jetzt hier auch noch Gartenpflege betreiben? Das Gemüse, das du gepflanzt hast, müsste in etwa 5 Tagen reif zum Ernten sein. Was willst du tun? Den Garten pflegen. Weil, ja, möchte ich. Mir macht das so ein bisschen Sorge, dass da am Anfang steht, der Boden scheint gut genug zu sein. Die Pflanzen haben ordentlich Wurzeln geschlagen. Du hast dich sorgfältig um das Gemüse gekümmert. Dein Fleiß hat sich erhöht. Jetzt solltest du früher ernten können. So. Freitag, der 9. Nee, Quatsch, nicht der 9., der 12. Oder? Wir haben doch noch nicht Dezember. Oh, guten Morgen, Uniko. Endlich kämpfen wir gegen den wahren Täter. Ich bin ehrlich gesagt immer noch geschockt, dass es Adachi-san ist. Aber ich kann ihm niemals vergeben, was er gesagt hat und getan. Alles in Ordnung? Oh ja, aber danke der Nachfrage. Mir geht's gut. Ich mache mir Sorgen um Nanako-chan und wir können ihn einfach nicht so gewähren lassen. Nicht einfach so gewähren lassen. So, wir müssen die ganze Sache beenden, oder? Natürlich. Da kommt wieder der ewige zu spät Komma angerannt. Im Dezember wird es richtig kalt. Der Nebel löst sich auch nicht auf. Passt also auf euch auf und bleibt gesund. Ich habe gerade etwas im Fernsehen gesehen. Eisbären sind sehr aktiv, sogar wenn es kalt ist. Flauschige, bauschige Eisbären. Ihr Fell ist gar nicht weiß, wusstet ihr das? Nicht wahr, Uniko? Irgendwas bereitet dir wohl Freude. Ja, dein Anblick, Frau Kashiwagi. Weißt du, welche Farbe das Fell eines flauschigen Eisbären wirklich hat? Grau? Schwarz? Also ich habe das mal irgendwo gelesen oder gehört.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist es durchsichtig oder ist es grau? Ich würde sagen, es ist durchsichtig, oder? Gibt es durchsichtige Haare? Durchsichtiges Fell? Ich würde nämlich sagen, die Haut der Eisbären ist weiß. Oder das ist durch den Schnee. Ich nehme grau. Du meinst, die richtige Antwort gegeben zu haben. Das ist falsch. Die Antwort lautet durchsichtig. Okay. Das durchsichtige Fell streut das Licht, wenn es getroffen wird, und lässt es weiß erscheinen. Ihre Haut ist aber schwarz. Dadurch können sie Sonnenstrahlen wirkungsvoll absorbieren. Sie sind also bestens ausgestattet, um in der Kälte Spaß zu haben. Du hast falsch geantwortet. Ja, ich hab's mitbekommen. Das musst du mir nicht nochmal auf die Nase drücken. Der Unterricht ist für heute vorbei. Hüllt der Nebel bis zum Ende des Jahres womöglich die ganze Welt ein, aber vorher musst du den Urheber dieser ganzen Sache besiegen. Ja, so, wir speichern. Und zwar hier. Okay, so. Ich würde mal kurz nochmal in meinen Status gucken. Fleiß. Wir hätten öfter mal Gartenpflege betreiben sollen. Ich brauche nur noch Verständnis. Dann haben wir dann die beiden Sachen auch gemaxt. Was eine coole Sache ist. Aber ich habe das im letzten Durchlauf ja auch schon geschafft. So, liegt heute was an meinem Schuhfach? Nö, es ist wieder leer. Okay. Die Schule verlassen, ja. Gut, wir gehen nochmal ins Shoppingviertel. Ey, was ist los mit dir? Ah, eh. Er murmelt irgendwas, aber es ist unverständlich. Leute, der Nebel muss eine biologische Waffe sein. Das ist eine Verschwörung. Weißt du, wer angeblich dahinter steckt? Juness. Ja, richtig gehört. Juness. Das Land Juness unternimmt einen gnadenlosen Angriff auf Inaba. Du hast doch einen Vollknall. Ganz ehrlich. So, Marie möchte wieder Zeit mit uns verbringen, aber ich glaube, den Social Link können wir jetzt eh nicht steigern. Das wäre untypisch. So, wir dürften ja nichts zu verkaufen haben. Das wollte ich nämlich eigentlich auch gestern schon machen. Also, als wir das erste Mal in der Stadt waren. Dass wir uns jetzt gründlich vorbereiten. Wir werden auch nochmal in den anderen Laden gehen und uns Heil-Items besorgen. Wir haben zwar nicht mehr ganz so viel Kohle, aber wir haben aktuell die beste Ausrüstung, die man kaufen kann. Oh, da. Er murmelt irgendwas, aber es ist unverständlich. So, was mit dir? Hey, hey, du, wo ist deine Gasmaske? Der Nebel ist giftig, du musst aufpassen. Das sagen alle. Also muss es auch stimmen. So ein Quatsch. Ich habe aber recht, er ist giftig, oder? Ja. Ohne Worte. Oh, willkommen. Reden. Es ist richtig kalt geworden, oder? Aber so ist es eben im Dezember. Wir haben wirklich schon Dezember. Von den anderen Händlern im Shoppingviertel sind einige erkältet. Also zieh dich warm an, junger Mann. So. Heilmittel. Haben wir 8 Stück. Die heilen aber auch nur... Okay, Heilmittel brauche ich eigentlich nicht, oder? Was ich brauche, ist SP-Heilung. Go Home haben wir genug. Die hat gar keine SP-Heilmittel. Dann hat sich das schon erledigt hier. So. Hey, Wolfie, was ist los mit dir? Er bemerkt dich überhaupt nicht. Willst du warten, bis er dich bemerkt? Warten. So viel Zeit hast du nicht. Vielleicht könntest du es, wenn dein Verständnis mindestens auf Heiliger wäre. Ja, wenn ich hier einfach stehen bleibe? Ich kann mich ja auch vor ihn stellen. So. Er bemerkt dich überhaupt nicht. So ein Blödsinn, oder?
Ich höre von allen immer nur Gift, Gift, Gift. Deswegen bin ich auch ganz schön verunsichert. Wo bekommt man eine Gasmaske? Ich brauche echt eine. Alle anderen haben schon eine. Hey, erkennst du mich nicht? Steht mir ziemlich gut, oder? Military schick. Der Nebel ist gefährlich, also will ich nicht rausgehen. Aber zu Hause schaue ich bloß fern. Es ist anscheinend tatsächlich alles wahr. Macht einem richtig Angst, oder? Naja, ich habe ja meine Gasmaske. Mir kann also nichts passieren, heißt es jedenfalls im Fernsehen. Gasmasken sind gerade der totale Verkaufsschlager, habe ich gehört. Vielleicht sollte ich mir auch eine kaufen. Dann bin ich der Gasmaskenbiker. Klingt doch cool, oder? Aber sehe ich da nicht verdächtig aus? Nee, eigentlich nicht. Jetzt tragen ja alle so eine Maske. Ja, und Verkaufsschlager, das bringt mich jetzt gerade auf eine Idee. Wir werden mal nach Okina. Erstmal frage ich mich, ob hier auch der... Ja, hier ist auch der Nebel. Ach, ich glaube, das haben wir schon rausgefunden, oder? Und ich wollte mal schauen, hier bei Krokofur, ob es hier ein Gasmasken-Outfit gibt. Viva la Fashion Revolution, willkommen bei Krokofur. Kaufen. Aber es gibt hier anscheinend nichts Neues. Nö, schade. Gut, dann jetzt endlich ab in die TV-Welt. Shoppingviertel. Wir werden nochmal die Lage besprechen. Ach man, nicht ins Shoppingviertel. Ich wollte nach Juness. Da, so. Hier ist auch wieder einer. Da, du verstehst kein Wort von dem, was er vor sich hin murmelt. 1, 2, 3, 4. Da stehen 4 Wörter. 1, 2, 3, 4. Auch wieder 4. Ich könnte mir vorstellen, das ist ein Rätsel. Wenn man die alle anquatscht und die Silben zusammenbildet. Das Problem ist, ich möchte jetzt wirklich in die TV-Welt. Und hab das dann wieder vergessen. Beim nächsten Mal. Eigentlich haben wir einen anderen Fahrstuhl angefordert. Endlich, ich bin schon richtig heiß. So, die Lage überprüfen. Über wen willst du etwas wissen? Adachi und Namatame. Jedenfalls ist jetzt klar, dass Adachi die ersten beiden Morde begangen hat. Er tat es, weil er es konnte. Was für ein Bullshit. Namatame konnte die ersten beiden Morde nicht verhindern, also hat er die Leute in den TV geschickt, weil er dachte, er könnte sie vor dem Mörder retten. Und dieser Dreckskerl Adachi ließ es so klingen, als wäre das nur ein lustiger Zufall. Er hat Namatame dazu gebracht, meinte zu ihm, im Fernseher sind sie sicher. Was für ein Scheiß. Adachi hat alles aus den Schatten gesteuert, sodass er genüsslich zusehen konnte. Verdammter Adachi, der hat uns die ganze Zeit ausgelacht. Ich koche förmlich vor Wut. Dem werde ich niemals vergeben. Wie war es einem Idioten wie Adachi nur möglich, die TV-Welt zu betreten? Und Namatame auch. Der versteht rein gar nichts. Und konnte es trotzdem? Was stimmt mit dieser Welt nicht? Und der anderen? Übrigens habe ich da was von Yosuke-san und Chie-san gehört. Dieser kleine seltsame Raum, in dem wir Adachi gefunden haben, den gab es schon bei eurem ersten Besuch, ja? Oh ja. Der war schon da, als wir zum ersten Mal hineingefallen sind. Dieser Ort ist vermutlich sowas wie mein sogenanntes Geheimlabor. Wenn durch die Gedanken der Leute in der TV-Welt neue Orte entstehen, muss es bei uns auch so gewesen sein. Wurde dieser Ort vielleicht von Mayumi Yamanos Gedanken erschaffen? Was sie wohl empfand? Diese Bilder ohne Gesicht und die Schlinge einfach gruselig. Bedeutet das also, dass wir auch Adachi-Sans Gedankenwelt betreten werden? Ah, dann steht uns Schlimmes bevor. Was soll das Gejammere, hm? Schon vergessen, dieser Mistkerl hat uns die ganze Zeit vorgespielt, er wäre auf unserer Seite. Und wir haben unser Leben aufs Spiel gesetzt. Als King Mutsuka gestorben ist. Als Dojima-San den Unfall hatte. Und auch dann, als Nanako-chan fast gestorben wäre, verdammt. Das ist unverzeihlich, so einem Menschen können wir niemals vergeben. Ja, sehe ich auch absolut so. Wir wissen nicht genau, wann dieses Ende des Jahres ist, von dem Adachi sprach. Aber alles war umsonst, wenn wir es überstürzen und unterliegen. Wir müssen unbedingt bereit sein, denn dann werden wir Adachi zermalmen. Zeit, dass er für seine Taten bezahlt. Über wen willst du etwas wissen? Teddy und die Schatten?
Beeilen wir uns, vermöbeln wir Adachi Baby und legen ihn zu den Akten. Kein Grund zu drängeln. Ich verstehe ja, warum du so aufgekratzt bist. Wir wissen ja nicht, was er mit Ende des Jahres meint. Aber alles war umsonst, wenn wir es überstürzen und unterliegen. Wisst ihr, ist schon ziemlich rätselhaft. Teddy war ursprünglich ein Schatten, richtig? Warum war Teddy von allen Schatten da drüben friedfertig und wollte mit uns befreundet sein? Anfangs wollte ich nur, dass meine Welt wieder normal wird. Aber nachdem ich euch kennenlernte und bei den Rettungsmissionen half, war ich im Handumdrehen ein freundlicher Knuddelbär. Ich kapiere das überhaupt nicht. Will er vielleicht sagen, dass sich sein Wesen geändert hat? Durch längeren Kontakt mit Menschen hat er menschliche Züge angenommen. So sehr, dass er vergessen hat, dass er ein Schatten ist und dann aussah wie ein Mensch? Mir ist aber auch noch nie ein Schatten begegnet, der das konnte. Irgendwo in dieser riesengroßen Welt gibt es sicher noch einen Schatten, dem es wie mir ergeht. Ganz bestimmt. Er sieht genauso gut aus wie ich und ist in Wahrheit ein echter Charmeur, der alle Mädels kriegt. Träum weiter. Teddy ist ein Schatten, der sich an uns angepasst hat. Adachi hingegen ist ein Mensch, der andere gern leiden sieht. Jeder entscheidet eben selbst, was er sein will. Und es wird ihm teuer zu stehen kommen, so ein Arsch zu sein. Wir müssen Adachi zermalmen, das ist es, Leute. Machen wir uns bereit und los. So, in die TV-Welt. Keine Bange, wir packen das. Okay, schnappen wir uns Adachi bereit, Sensei. Heute zeige ich den Weg. Wer? Wer hat da gerade zu mir gesprochen? Teddy freut sich, dass er zeigen konnte, was er drauf hat. Jetzt ist er motiviert bis in die Fellspitzen. Zum Club, zum Spiel, zum Himmel. Okay, schnappen wir uns Adachi. Nach Adachi suchen. So. Gut. Streicheln. Er sieht nicht gerade begeistert aus. Wir werden jetzt an dieser Stelle hier speichern. Und in der nächsten Episode machen wir uns dann auf in den Dungeon von Adachi. Da bin ich sehr gespannt, was uns da erwartet. Moment, Personas. Wir haben Platz, jawohl. Wir haben jetzt auch ein paar interessante hier ausgerüstet. Ja. Also, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe natürlich auch, dass ihr mich in der nächsten Episode dann wieder begleiten werdet. Also, wenn ihr wollt, dann sehen wir uns.